Kannst du durch die Taufe gerettet werden vor der ewigen Verlorenheit, vor der Hölle? Definitiv nicht. 1. Petrus 3, Vers 21 ist der einzige Vers, der anscheinend direkt besagt, dass die Taufe rettet. Aber ist das so? Nein. Denn erstens ist es exegetisch nicht erlaubt, anhand eines einzigen Verses eine Lehre abzuleiten. Zweitens sagt die Bibel an vielen Stellen, dass einzig und allein der Glaube an Christus rettet und nicht die Taufe. Und drittens ist die Bedeutung des Verses eine ganz andere, aber welche? In 1. Petrus 3, Vers 21 werden zwei Bilder, zwei Typusse gegenübergestellt. Zum einen das Bild der Arche, der Sintflut, und das Gegenbild die Taufe, die Arche und die Taufe. Beides sind Bilder für Christus und die Rettung durch ihn. Das Wasser, der Sintflut, bedeutet den Tod für die Menschen durch das Gericht Gottes, aber gleichzeitig ist das Wasser die Rettung für Noah, denn es trug seine Arche. Damit ist Noah durch das Wasser hindurch gerettet worden vor dem Gericht Gottes. Damit ist die Arche ein Bild von Christus und die Rettung durch ihn. Exakt analogisch dazu ist auch das Wasser der Taufe, bedeutet auch das Wasser der Taufe den Tod. Aber es bedeutet den Tod Christi, den er stellvertretend im Gericht Gottes erduldet hat. Und dieser Tod Christi bedeutet aber gleichzeitig die Rettung für den Gläubigen. Er wird gerettet durch den Tod Christi vor dem Gericht Gottes. Damit ist auch die Taufe ein Bild für Christus und die Rettung durch ihn. Und so wie Noah letztlich nicht durch das Holz der Arche gerettet wurde, sondern durch Glauben, so wird auch der gläubige Christ letztlich nicht durch die Handlung der Taufe gerettet, sondern durch den Glauben an Christus. Die Taufe versinnbildlicht damit die Rettung und der Glaube bewirkt jedoch die Rettung. Und so wie Noah durch die Arche in Bezug auf sein Leben auf der Erde gerettet wurde, so ist die Taufe ein Glaubensbezeugnis des Gläubigen in Bezug auf sein Leben auf der Erde. Die Taufe ist also ein Bild dessen, was den Gläubigen rettet, nämlich der Tod und die Auferstehung Christi. Es geht also in diesem Vers nicht darum, dass die Taufe an sich rettet, sondern es geht darum, dass die Taufe ein Bild ist dieser Rettung. Das ist der entscheidende Unterschied und das gilt es zu berücksichtigen.